wieder einmal Schulluft schnuppern und das in einem stets gut durchlüfteten Klassenzimmer, womit wir nun bei den aktuellen Covid-19-Maßnahmen an unseren heimischen Schulen sind. Doch wie sieht denn jetzt nun eigentlich der Schulbetrieb an der Landwirtschaftlichen Fachschule von Otterbach aus? Wir sehen uns das etwas genauer an. Ja, Herr Direktor Wolfgang Berschl, ein bisschen ein ungewöhnliches Utensil da hier in der Schulaula, ist dementsprechend natürlich aufgrund der Covid-19-Maßnahmen notwendig. Aber jetzt mal kurz gefragt, wie geht es euch denn eigentlich hier im Schulbetrieb? Ja, uns geht es eigentlich im Schulbetrieb gut. Wir haben auch den Desinfektionsständer selbst gemacht in unserer Tischlerei und haben uns eigentlich an die Situation sehr gut anpassen können. Das ist natürlich ein Vorteil bei uns, nachdem wir gestaffelt die Klassen da haben. Unser zweiter Jahrgang ist bereits auf Praxis, der dritte Jahrgang ist in der Berufsschule, sodass wir nur eine Klasse da haben. Das hat das Ganze natürlich vereinfacht. Ja, es ist ziemlich ruhig bei euch, also das sind wir eigentlich gar nicht so gewohnt. Ja, die Schüler sind derzeit im Unterricht in vier Klassen aufgeteilt, obwohl es eigentlich nur zwei Klassen sind, die da sind. Und ja, das ist natürlich eine Aufteilung in kleinere Gruppen und dadurch ist es einfach leiser. Ja, das ist auch klar. Wie kann man sich das jetzt generell so im Klassenbetrieb vorstellen? Also sind die wahrscheinlich ein bisschen sitzen weiter auseinander? Genau, also hat jeder Schüler einen eigenen Tisch und es ist ein Sessel am Tisch und so wie sozusagen der Unterricht einfach gehälftelt, kann man sagen. Ja. Wie hat sich eigentlich die Lockdown-Phase bei euch gestaltet? Habt ihr Homeschooling gehabt? Ja, wir haben dieses sogenannte Distance Learning natürlich auch durchgeführt. Das hat anfangs natürlich ein bisschen Schwierigkeiten gemacht, weil wir nicht genau gewusst haben, wie viel kann man den Schülern zuschicken. Ein paar Lehrer haben das sehr gut gemeint und haben zu viel gesendet, ein paar wieder weniger. Und das hat sich ein bisschen sozusagen einlaufen müssen. Hat sich aber dann schlussendlich sehr, sehr gut bewährt. Das Zurückkommen dann im Schulbetrieb war natürlich dann schon ein bisschen hart für die Schüler. Das waren sie einfach nicht mehr gewohnt, jetzt wieder in Struktur zu arbeiten. Ja. Der Geruch der Herrinnen ist jetzt ziemlich gemein. Es riecht nämlich sehr, sehr gut nach Schnitzel. Wir befinden uns da jetzt im Speisesaal herinnen und der schaut auch ein bisschen anders aus, als wie man gewohnt ist. Ja, wir haben natürlich auch hier den 1 Meter Abstand einzuhalten und das heißt, die Sessel sind diagonal gestellt und auch hier können nur sozusagen jetzt die Hälfte der Schüler essen, die sonst normal da essen. Und wir haben das einfach so gelöst, dass jede Klasse jetzt eigentlich versetzt mit dem Unterricht beginnt und mit dem Unterricht aufhört und dadurch haben wir sozusagen so ein Radl, dass wir nicht zu viel Leute einbringen. Wie schaut es generell aus mit der Küchenhygiene? Muss man da jetzt auch noch was Besonderes beachten oder ist das sowieso immer Standard? Die Standards sind da so hoch, dass wir da eigentlich nicht zusätzlich was machen müssen. Es hat natürlich am Anfang, wie die Maskenpflicht nur war, auch da eine Maskenpflicht gegeben bei der Ausgabe. Aber die ist jetzt gefallen. Also ja. Anfänglich wurde es natürlich schon mit Maskenpflicht anstellen, mit Maskenpflicht das Essen empfangen, das Essen austeilen. War schon ein bisschen ja, gewöhnungsbedürftig, sage ich einmal. Ich würde es vorschlagen, vom Schnitzelklopfer wechseln wir jetzt vielleicht zu einem anderen Hammer. Schauen wir in die Werkstatt einmal rein. Ja, ja, super, perfekt. Also da wird jetzt, wie gesagt, schon fleißig gehämmert da in der Werkstätte. Wie schaut es jetzt derzeit aus mit Corona? Wird da sozusagen auch jetzt normal weitergearbeitet? Es wird insofern normal weitergearbeitet, dass die Werkstücke genauso fertig gemacht werden. Es wird in der Verarbeitung, Fleischverarbeitung gearbeitet. Wir tun uns also in der Werkstätte leichter, weil sowieso die Gruppen kleiner sind und wir sie einfach leichter aufteilen können in der Werkstätte. Also jeder an einem Tisch und das passt ganz gut. Ja, der Internatsbetrieb, der wird auch aufrechterhalten, schaut aber auch ein bisschen anders aus als sonst. Ja, der Internatsbetrieb ist so, dass wir jetzt nur mehr eine Einzelbelegung haben pro Zimmer, wo normal 3 bis 4 in einem Zimmer wohnen, haben wir einen Schüler drinnen und ja, das lockert das Ganze natürlich auch auf. Und vor allem erleichtert es den Internatsdienst, den Erzieher, weil es natürlich ist. Denke ich mal. Da ist so ein Zimmer auch noch reinschauen. Ja, aber für Burschenzimmer ist das eh ganz ordentlich. Ja, wie gesagt,
Einer kann natürlich die Ordnung leichter aufrechterhalten als wie drei. Ja, was wäre Otterbach ohne seine Kühe? Aber haben die eigentlich jetzt was während der Corona-Phase mitbekommen? Ich meine, Schulbetrieb haben wir schon mitgekriegt, Lockdown, aber Lockdown geht ja eigentlich in den Stall nicht. Nein. Also auf die erste Frage undenkbar. Ja. Und auf die zweite, die haben das natürlich überhaupt nicht mitbekommen, außer dass es ein bisschen ruhiger war, weil wieder Lockdown war, die Schüler natürlich nicht da waren, ja, für die Arbeit, und da war sozusagen nur das Stammpersonal zuständig. Aber wie gesagt, sie haben das sehr locker genommen und derzeit haben wir auch eine Leistung unbeschreiblich hoch. Und ja, sie haben es wirklich sehr gut überstanden. Also eine gute Phase für die Kühe. Genau. An dieser Stelle mag ich mich mal recht herzlich bedanken, Herr Direktor, für den Besuch. Und ja, ich wünsche alles, alles Gute weiterhin und vorweg gleich einmal schöne Ferien. Dankeschön. Danke.